schmerzfrei laufen bei Patellaspitzensyndrom. Diagnostik, Therapie, Training mit dem Running Dog. Guten Tag, ich bin Matthias Marquardt. Ich zeige euch heute, wie man ein Patellaspitzensyndrom behandelt. Dafür haben wir Alicia zu Gast. Alicia, was hast du für Beschwerden? Ich habe Schmerzen an der Spitze der Kniescheibe auf der rechten Seite im Knie. Und seit wann geht das? Ja, das geht schon so seit einem Jahr. Du bist ja Läuferin. Wird es durchs Laufen schlechter? Ja, genau. Also vermehrt, wenn ich auch intensivere Sachen mache, wird es deutlich schlechter. Und was für einen Kilometerumfang hast du pro Woche? Ja, so 40 Kilometer die Woche. Okay. Es handelt sich hier offenbar um ein Patellaspitzensyndrom, also um einen Schmerz hier an der Spitze der Kniescheibe. Besonders häufig betroffen sind Sprungsportarten, deshalb auch Jumpers nie genannt, aber auch die Laufdisziplinen sind häufig betroffen. Bis zu 30, teilweise 40% der Eliteathleten in den betroffenen Sportarten haben diesen Schmerz. Wir müssen jetzt herausfinden, haben wir es hier mit einer Veränderung der Sehne, mit einer degenerativen Sehnenerkrankung zu tun oder ist es ein funktionelles Problem, beispielsweise durch Muskelverkürzung? Dafür werden wir Alicia jetzt untersuchen. Typisch für das Patellaspitzensyndrom ist ein Schmerz im Bereich der Kniescheibenspitze. In der körperlichen Untersuchung schließt man Meniskusprobleme, Gelenkergüsse und andere Dinge aus, aber entscheidend ist, ob sich hier an dieser Stelle ein Druckschmerz befindet und das ist hier auch der Fall. Da merkst du das und das ist typisch für ein Patellaspitzensyndrom und die Entzündung der Patellasehne. Im Ultraschall können wir sehen, ob die Sehne verdickt oder an einigen Stellen eingerissen ist oder ob es um ein rein funktionelles Problem geht. Wir sehen hier die Kniescheibenspitze, diese knöcherne Formation. Und darunter sehen wir hier hell die Patellasehne bis zum Schienbein gehen. Und die Sehne sieht also vollkommen normal aus. Wir haben keine strukturellen Sehnenveränderungen. Gucken jetzt zusätzlich noch, ob es Blutgefäßeinsprossungen im Bereich der Patellaspitze gibt. Und auch das ist nicht der Fall. Insofern haben wir also ein Kniegelenk, was in irgendeiner Form fehlbelastet wird, ohne dass wirklich krankhafte Veränderungen da sind. Und deshalb müssen wir jetzt sehen, wie sich Alicia bewegt und mit welchen Schuhen sie unterwegs ist, ob da irgendwo Ursachen für diesen Schmerz zu finden sind. Alicia hat mir hier ihren Schuh mitgebracht. Das ist ein Schuh normaler Machart, keine Carbonplatte drin, recht flexibel. Hat eine eher geringe Erhöhung der Ferse gegenüber dem Vorfuß und ist damit kniegelenksfreundlich und entlastet eher die Patellasehne. Ich kann mir auch in Anbetracht des normalen Abriebmusters im Moment nicht vorstellen, dass der Schuh der Trigger ist. Aber dafür wissen wir noch zu wenig, das sehen wir gleich auf dem Laufband. Zumindest ist er erstmal nicht verdächtig. Kann es noch was anderes sein? Differentialdiagnostisch muss man immer auch an Veränderungen des Knorpels hinter der Kniescheibe denken, der dann so eine Ausstrahlung in Richtung der Kniescheibenspitze macht. Ich habe mir das Ganze jetzt nochmal im MRT angesehen und sehe normale Knorpelflächen hinter der Kniescheibe, sodass auch das als Ursache für diese Schmerzen ausfällt. Jetzt also in die Bewegung. In der Fußdruckmessung können wir Fehlstellungen der Füße und der Beinachse erkennen. Für die Bewegungsanalyse nehmen wir anatomische Markierungen vor. In der Bewegungsanalyse erkennen wir Fehlstellungen von Becken, Beinachse und Fuß in der Bewegung. Dafür machen wir die Untersuchung zuerst barfuß und dann mit dem verwendeten Schuhwerk. Wir haben jetzt die Untersuchungsergebnisse von Alicia beisammen und was wir feststellen können ist, es ist tatsächlich ein funktionelles Problem. Es liegt also an der Art der Bewegung. Wir sehen in der Bewegungsanalyse hier einen Aufsatz über die Ferse und ein tieferes Einsinken im Kniegelenk, was größere Zugkräfte an der Patellasehne und damit an der Patellaspitze macht. Das macht diesen Schmerz. Der Schuh ist unschuldig, der Schuh ist super, er ist hinten eher flach, er ist beweglich und der Fußtyp ist eben auch dazu passend, ein Fußtyp, der vom Gewölbe her etwas höher ist und recht stabil in sich steht. Das heißt, wir haben keine Überbeweglichkeit. Ich würde in dem Falle, anders als bei einem Senkfuß, dann auch keine Einlage nehmen. Wenn der Fuß stark nach innen dreht, gibt das Fehlbewegung bis zum Kniegelenk hoch, dann muss man hier mit einer Einlagenversorgung unterstützen, hier müssen wir es nicht. Das heißt, dein Problem wird gelöst werden durch eine Lokaltherapie gegen den Schmerz, insbesondere aber dauerhaft durch eine Veränderung deines Trainingsprogrammes. Und darum werden wir uns jetzt kümmern.
Die Therapie des Sehnengewebes kann mit Injektion unter Ultraschallkontrolle vorgenommen werden. Dabei nutzt man regenerationsfördernde Substanzen wie Eigenblutkonzentrate. Cortison sollte man wegen der Rissgefahr nicht verwenden. Man wird dann unter der Kontrolle des Ultraschalls die Nadel direkt an die Sehne führen und so die Injektion vornehmen. Mit der Stoßwellentherapie können wir Wachstumsfaktoren im Gewebe freisetzen und damit die Heilung einleiten. Mit einer pulsierenden Magnetfeldtherapie können wir bei entsprechender Energie deutliche regenerationsfördernde Effekte in der Tiefe des Gewebes erreichen. Auch die Lasertherapie dient der Aktivierung der Zellregeneration. Für die ursächliche Therapie des Patellaspitzensyndroms ist das Trainingsprogramm von entscheidender Bedeutung. Beim Flossing wird das Kniegelenk straff gewickelt und unter der straffen Wicklung werden 10 Kniebeugen durchgeführt. Danach wird das Band entfernt, was zu einer Mehrdurchblutung des Sehnengewebes führt und damit zu einer Regeneration des Gewebes. Die entscheidende Übung in der Therapie des Patellaspitzensyndroms und der Patellasehnenentzündung ist das Exzentriktraining am Decline-Board. Viele Patienten haben mit dieser Übung schmerzbedingt zu Beginn deutliche Probleme, weshalb man das Übungsprogramm Stück für Stück aufbauen muss. Und der erste Schritt in diesem Aufbauprogramm auf dem Weg zum Exzentriktraining für die Patellasehne ist der Wandsitz, also eine isometrische Übung, die wir hier jetzt vorführen. Der Wandsitz wird dreimal für 30 Sekunden gehalten, um die Oberschenkelmuskulatur anzuspannen und zu trainieren. Die nächst schwierigere Übung ist die einbeinige gehaltene Kniebeuge. Hierbei nutzen wir den Schlingentrainer zur Unterstützung. Man hält auch diese Übung dreimal 30 Sekunden pro Seite. Bei der spanischen Kniebeuge wird über ein Widerstandsband der Unterschenkel während der Übungsausführung leicht nach vorne gezogen. Hierdurch wird die Patellasehne entlastet. Die Übung wird beidbeinig mit 3x20 Wiederholungen ausgeführt. Mit den Ausfallschritten auf dem Decline-Board wird die Patellasehne exzentrisch trainiert. Diese Übung stellt bereits eine hohe Belastung für die Kniescheibenspitze und die Patellasehne dar. Üblicherweise werden 3x15 Wiederholungen durchgeführt pro Seite. Die einbeinige Kniebeuge auf dem Decline-Board ist die stärkste Exzentrikübung für die Patellasehne. Man führt üblicherweise 3x15 Wiederholungen pro Seite durch, wobei diese Übung für Sportler mit größeren Beschwerden zunächst nicht durchführbar ist. Deshalb ist der sorgfältige Trainingsaufbau über die zuvor gezeigten Übungen besonders wichtig. Beim Kreuzheben wird die hintere Oberschenkelmuskulatur und insbesondere die Gesäßmuskulatur trainiert. Diese entlasten innerhalb der Geh- und Laufbewegung die Patellasehne. Sie sollten 4x10 Wiederholungen mit adäquatem Gewicht durchführen. Mit dem Hip Thrust kann man die große Gesäßmuskulatur ideal trainieren und damit die Patellasehne entlasten. Bei dieser Übung werden 3x15 Wiederholungen durchgeführt und das Gewicht adäquat gesteigert. Bei höheren Gewichten ist es erforderlich, die Hantelstange auf der Hüfte abzupolstern. Zur Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur wird die Ferse Richtung Gesäß gezogen und dabei der Bauch angespannt gehalten. Die Übung entlastet die Patellasehne und wird üblicherweise 2x für 30 Sekunden gehalten. Die Dehnung der Hüftlendenmuskulatur erfolgt mit einem Ausfallschritt und wird auf beiden Seiten für 2x 30 Sekunden gehalten. Das war die Therapie des Patellaspitzensyndroms von Alicia.
Wir haben hier gesehen, dass funktionelle Ursachen der Beschwerden ganz häufig der Schlüssel zur Lösung des Problems sind. Wenn strukturelle Veränderungen da sind, ist der Arzt gefragt. Hier ist ganz besonders das Trainingsprogramm gefragt gewesen. Entscheidend das Flossing, das dezidierte Aufbauen des Exzentriktrainings und das Training der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Weitere Übungen zu weiteren Laufverletzungen findest du in den Filmen, die du hier in der Playlist siehst. Und wir wünschen dir weiterhin viel Spaß für dein Lauftraining.